In diesem Tutorial geht es um die Strategie in Rome Total War 2. Da die Strategie als erstes abhängig vom Gefechtstyp ist, stelle ich euch diese erstmal vor und danach geht es an die beliebtesten Taktiken, Einkesseln, breite und kompakte Aufstellung. Und am Schluss zeige ich euch noch ein paar Schlachten, von denen man noch was lernen kann. In Rome Total War 2 gibt es Land- und Seegefechte. Auf dem Land gibt es die normalen, dann die Hinterhalts- und die Belagerungsgefechte. Belagerung wird nochmal in Stadtbelagerung und Lagergefecht unterteilt. Die Wetterbedingungen haben auch einen großen Einfluss auf die Taktik. Bei Regen können zum Beispiel keine Brandpfeile benutzt werden und bei Nebel ist die Sichtweise sehr begrenzt. Bei den Gefechtsformen gibt es einiges, was ihr beachten solltet. Beim Hinterhalt ist es für den Verteidiger wichtig, schnell die Nahkampfeinheiten an die Seite zu bekommen und die Fernkämpfer nach vorne zu verschieben. Die Kavallerie wird sofort aus der Zange befreit und versucht selbst eine Seite des Gegners zu umkreisen, um die Fernkämpfer auszuschalten. Der Angreifer hat einige Zeit, um sich das Terrain anzusehen und Vor- und Nachteile zu sichten. Der Verteidiger selbst sieht nichts, bis der Kampf wirklich anfängt. Der Angreifer sollte den Verteidiger so wenig wie möglich Zeit lassen, sich zu formieren. Die Fernkämpfer sind häufig hinten, also den Kavallerieangriff auf das Ende der Schlange konzentrieren und so platzieren, dass sie schnell wie möglich dort ist. Auch ohne Kavallerie kann man die schnellen Nahkampfeinheit, also leichte Infanterie, ans Ende der Schlange stellen. Dann bietet es sich an, den Feind von zwei Seiten anzugreifen, damit er am Anfang überfordert wird. Solltet ihr die kleinere Armee haben, bietet sich auch eine etwas hinterhältigere Taktik an. Die Armee auf eine Seite formieren und wenn ihr den Gegner gefesselt habt, also das heißt in den Kampf verwickelt habt, kommt die Kavallerie von der anderen Seite, wo sie versteckt, auf der Lauer lag. Auch ist zu beachten, dass die Armee, die in den Hinterhalt läuft, Moral-Mali bekommt. Ist der Hinterhalt in der Nacht, fallen die Einbußen noch größer aus. Jetzt zu den Belagerungsgefechten. Der Angreifer gewinnt, wenn er entweder den Hauptplatz, bei großen Städten auch mehrere Plätze, einnimmt oder er die komplette feindliche Garnison bzw. Armee auslöscht. Für die Belagerung gibt es einige Werkzeuge. Die Leiter, Galerie, Belagerungsturm, Rambock und die Schildkröte. Mit der Leiter und dem Belagerungsturm erklimmt man die Mauer. Die Galerie schützt eure Einheiten vor dem Beschuss. Der Rambock zerstört das Tor und die Schildkröte zerstört die Mauer. Eure Artillerie kann auch sehr großen Schaden anrichten, indem sie Mauer, Turm und Tor zerstört. Als Angreifer solltet ihr die Mauer aussuchen, die am wenigsten Türme hat. Die Türme machen bei schweren Gefechten schon mal gut und gerne die Hälfte eurer Verluste aus. Ihr solltet so schnell wie möglich das Tor einnehmen oder zerstören und an mehreren Stellen gleichzeitig angreifen. Nehmt mehrere Türme mit einzelnen Einheiten ein. Als Verteidiger ist es wichtig, genau solche Schwachstellen zu sehen und diese zu schützen. Bei großen Städten sind euch noch Artillerie und heißes Öl zur Seite gestellt. Beim heißen Öl müsst ihr darauf achten, nicht durch das Tor zu gehen, wenn feindliche Einheiten da sind. Denn sonst sterben eure eigenen. Jetzt noch kurz die Seegefechte. Hier können eure Schiffe entweder entern oder rammen. Je nach Besatzung auf den Schiffen ist das eine oder das andere besser. Römische Marineeinheiten zum Beispiel sind super im Entern. Ich persönlich ramme aber immer, da dies am schnellsten geht und zur Vernichtung einer kompletten gegnerischen Einheit führt. Solltet ihr Artillerieschiffe haben, würde ich mit denen selbst schießen, da diese kaum was von sich aus treffen. Selbst schießen könnt ihr, indem ihr die Artillerie markiert und dann auf den Filmmodus geht. So, und nun kommen wir zu den Taktiken. Hier zeige ich euch einige Schlachten und kommentiere sie mehr oder weniger und gehe auf mögliche Konter ein, was richtig und was falsch lief. Viel Spaß! Ach, und in der Beschreibung sind, wie bei allen Tutorials, die Zeiten angegeben und ihr könnt sofort an die Stelle springen, die ihr braucht. In der ersten Schlacht habe ich zwei identische Armeen gegeneinander antreten lassen, um die Stärken und Schwächen der jeweiligen Formation zu zeigen. Das hier nur ein Beispiel und es kann jede Formation gegen die andere gewinnen, wenn die Schwächen des anderen frühzeitig erkannt und ausgespielt werden. Hier sehen wir links die etwas breitere Aufstellung mit drei Reihen, jeweils vier Mann tief,
und zur rechten eine kompakte Aufstellung mit 4 Reihen und jeweils 8 Mann tiefe Einheiten. Vorteile der breiten Aufstellung ist ihre schnelle Umkesselungsmöglichkeit. Der Gegner muss auf euch reagieren, um eine tödliche Umfassung zu vermeiden. Nachteil ist zum Beispiel der schwache Kern. Dagegen helfen sehr schwere Infanteristen in der Mitte mit hohem Verteidigungswert, die lange genug aushalten, bis die Klammer zuschnappt. Vorteile der kompakten Aufstellung ist die starke Front bzw. der starke Kern. Die tiefe Formation bietet auch frische Verstärkungseinheiten in den hinteren Reihen. Nachteil ist, dass man Gefahr läuft, eingekesselt zu werden und man mit der zweiten oder dritten Reihe häufig nur reagieren kann und keine eigene Initiative ergreift. Dagegen hilft zum Beispiel die Kavallerie, die schnell aus der Klammer fliehen und super leicht die ausgedehnte feindliche Formation von hinten angreifen kann. Hier sieht man gut, dass die breite Formation nur 3 Einheiten benötigt, um alle 6 Einheiten der kompakten Formation zu binden, während die erste und die fünfte Einheit eine leichte Zangenbewegung vollzieht. Die kompakte Formation muss jetzt schon 2 Einheiten aus ihrer Reserve benutzen, um die Klammer aufzuhalten. Jetzt macht die ausgedehnte Formation einen Fehler. Die Front ist schon sehr bröckelig. Man erkennt an den gelben Karos, dass die ausgedehnten Einheiten schon am Zusammenbrechen sind. Er aber schickt seine komplette Reserve los, um eine Klammer zu vollziehen, aber keine, die wirklich groß ist. Und so kann der Gegner ohne größere Probleme die Umklammerung aufhalten. Auch wird die Kavallerie in ein Blob, also alle zusammen ineinander, losgeschickt und kann so mit einem kleinen Gegenangriff gestoppt werden. Mit der restlichen Kavallerie kann die kompakte Formation dann um seine linke Flanke herum die Fernkämpfer des Gegners angreifen. Die Hauptschlacht wird sich in 2 kleinere Kämpfe aufteilen, da der kompakt aufgestellte die gegnerische Front durchbricht und seinerseits eine Zange bildet. Das Verhängnis der kompakten Formation ist jetzt, dass alle Einheiten im Kampf sind. Der General der breiten Formation konnte einige Kavalleristen abziehen und eine kurze Pause gönnen. 2 ausgeruhte Kavallerieeinheiten haben jetzt die Möglichkeit, durch die Lücke in der Mitte durchzubrechen. Eine davon wird aufgehalten, die andere kann über die linke Flanke zu den ungeschützten Fernkämpfer der kompakten Formation. Es scheint so, als würden die Einzelkämpfe zugunsten der kompakten ausgehen und nur die rechte Flanke zugunsten der flachen Formation. Aber der Ausgang ist alles andere als klar. In der Endschlacht steht es 3 Einheiten gegen 11 Einheiten. Also hat die kompakte Formation alles auf die 3 letzten Einheiten geworfen, was sie noch hatte. Das war ein Fehler. 2 von den 3 Einheiten waren müde und erschöpft, eine aber war frisch und noch fast vollständig. Die 11 Einheiten der kompakten Aufstellung hatten die ganze Zeit keine Pause und waren alle erschöpft. Ausgang: eine frische Einheit gewinnt gegen 11 Erschöpfte. Und das, obwohl sie eingekesselt wird. Im nächsten Gefecht geht es um einen Hinterhalt. Die Basics habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Dieser Hinterhalt zeigt ziemlich gut, wie man aus einem Hinterhalt rausschlüpfen kann. Dabei ist die Geschwindigkeit und Micromanagement extrem wichtig für den Verteidiger. Beim Koop ist das leichter, wie man hier sieht. Der Verteidiger hat, während der Angreifer seine Einheiten formiert, noch genügend Zeit, die Einheiten in Gruppen aufzuteilen, was schnelles Formieren ermöglicht. Wenn man gegen einen KI kämpft, wird man sofort in die Schlacht geschmissen. Zu Beginn sieht man, was ich am Anfang erwähnt habe. Die Seleukiden schicken ihre Nahkampfinfanterie sofort nach hinten, um die Fernkämpfer zu schützen, und die Fernkämpfer laufen ihnen entgegen. Die Kavallerie reitet, wie gesagt, nach außen, um sich frei bewegen zu können. Kusch, also die Angreifer, haben bei der Aufstellung einen kleinen Fehler begangen. Die Kavallerie ist viel zu weit von den Fernkämpfern entfernt und so hat sie keine Chance mehr, diese einzuholen. Hier macht der Verteidiger einen Bogen mit der Kavallerie und kommt so in den Rücken der Feinde. Der Angreifer hat die Lücke zu dem Fernkämpfer gesehen und schickt seine Kavallerie dort hinein. Bisschen spät, aber das passt schon. In den Gefechten geht es eben darum, schnell die Schwachstellen von den Feinden ausfindig zu machen oder wenn gegnerische Fronten bröckeln, dort versteckt angreifen. Bei der nächsten Schlacht geht es um die Kunst der Ablenkung. Der Angreifer hier ist Maskat, also orange, und der Verteidiger ist Seleukiden in blau.
Maskat hat gut doppelt so viele Einheiten, wobei circa die Hälfte Kavallerie ist. Die einzige Möglichkeit der Seleukiden zu gewinnen, ist es, in die Stadt zu kommen. In der Stadt kann die feindliche Kavallerie ihre Stärke nicht ausspielen und steht nur sich selbst im Weg rum. Wie kann der Blaue jetzt aber vor den Orangenen in die Stadt kommen? Hier macht Maskat einen fatalen Fehler. Der erste kurze Angriff der Kavallerie war viel zu seicht. Hier hätte er, während sich seine Hauptarmee auf den Weg macht, viel heftiger und nervigere kurze Angriffe starten sollen, so dass der Verteidiger nur stockend und unter Attacken langsam vorankommt. Die Infanterie hätte sich währenddessen zwischen Stadt und den Verteidigern aufstellen sollen. Trotz der verschenkten Chance sieht es für die Seleukiden schlecht aus und er greift mit seinen einzigen drei Kavallerieeinheiten den Plopp von feindlicher Kavallerie an, damit diese nicht seine Hauptstreitkraft stören kann. Die halbtoten Einheiten der Garnison werden auch rausgeschickt, um so viel Zeit wie möglich rauszuschlagen, damit sich die Hauptarmee in der Stadt verschanzen kann. Gegen die Pikiniere kommen die Speerkämpfer und Kavalleristen der Angreifer nicht an und Seleukiden gewinnen die Schlacht. Der einzige Weg, wie Maskat hätte gewinnen können, ist auf dem Feld. Nur dort kann er seine Übermacht an Infanterie und Kavallerie ausspielen. Sobald der Blaue mit den Pikinieren und ein paar Fernkämpfer in die Stadt kommt, ist ein Sieg sehr unwahrscheinlich. Natürlich kommt es auf die Stadt an, ob es dort, also wie hier, einen gut zu verteidigenden Platz gibt oder zu viele Zugänge existieren. Es gibt noch sehr viele weitere Taktiken, zum Beispiel wie man gegen Phalanxen kämpft oder gegen Elefanten. Aber das Video ist sowieso schon zu lang geworden. Wenn ihr weitere Schlachten sehen wollt oder bestimmte Wünsche habt, schreibt es mir in den Kommentaren. Auch könnt ihr weitere spannende Schlachten in meinen Rome Total War Let's Plays sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, es war für euch alle was dabei. Bye bye!